Weißt du, was das ist? Heb mal deinen Kopf, oder was ist das jetzt? Das ist ein Bär. Wie gesagt, nein, 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 nein. Noch ist es nicht so weit. Noch ist es nicht so weit. Nein, 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 nein. Noch ist es nicht so weit. Komm, jetzt sind wir gerade mit der Sense zugange. Ich hätte den Elch jetzt gerne geholt, aber der ist jetzt gerade in den Wald abgehauen. Ich weiß nicht, ob die jetzt auf einmal flüchten, diese Tiere. Sonst sind die eigentlich nicht abgehauen, wenn die irgendwo standen. Ob das jetzt seit dem Upgrade anders ist, weiß ich gar nicht genau. Aber auf jeden Fall ist der abgehauen. Und in diesem Wald, nein, 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 da gehen wir jetzt noch nicht rein. Das geht noch nicht, das ist noch nicht möglich. Aber weißt du, was möglich ist? Es ist auf jeden Fall möglich. Hier hinten ein bisschen weiter den Platz auszubauen. Denn auch hier möchte ich am Haus noch ein paar Steine haben. Das ist mir noch nicht alles gut genug, sag ich mal. Wo haben wir denn unsere... Die Hake kann man natürlich auch verwenden, ist mir schon klar, dass wir die verwenden können. Aber erstmal müssen wir ein bisschen mit unserer Hacke arbeiten. Das ist doch noch effektiver. Der Boden muss hier insgesamt noch weiter runter. Mit der Hake gleichen wir dann aus. Das habe ich mittlerweile schon so ein bisschen geübt. Das klappt eigentlich ganz gut. Und du weißt sicher auch, warum ich immer mal wieder hochgucke. Denn die wilden Tiere sind nicht weit. Ich weiß auch nicht, wie weit die aus dem Wald rauskommen, ob die überhaupt hier hinkommen von alleine. Im Moment glaube ich das noch nicht, weil ich einmal tendenziell Optimist bin. Aber das möchte ich nicht darauf schwören, dass das sich vielleicht doch irgendwann so ist. So, das nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir noch mit. Ach, wir müssen hier insgesamt ein bisschen Erde abtragen. Das ist hier noch nicht gut genug. Das muss noch ein bisschen besser werden. So, bei der Gelegenheit sammeln wir das dann auch natürlich alles ein. Ist ganz schön hoch hier. Also, ich sag mal, die meisten Arbeiten dieser Art mache ich sowieso immer ohne Aufnahme, weil das einfach zu langweilig ist, ist ja klar. Aber so ein bisschen wollte ich es dann jetzt doch mit dir gemeinsam machen. So, jetzt gucken wir mal, das sieht doch schon ganz gut aus. Zack. Und dann machen wir hier einfach den Abschluss und gehen gegebenenfalls auch noch weiter hier rein. Zack. Wir haben so viele Steine, wir können jetzt richtig hier... Weiß ich gar nicht. Jetzt haben wir allerdings nur noch einen. Da müssen wir doch nochmal eben zur Blockbank. Das würde ich gerne noch ein bisschen weiterführen, das ganze Thema. Ich finde dieses Wetter auch so cool. Dieser Wetterumschwung. Oh, Gold! Gold, 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 Gold! Boah, ist das cool. Raus mit dem Gold. Wie sieht das denn aus? Oh, ist das cool. Goldbarren. Komm, wir nehmen gleich die nächste Portion Gold. Wir verbraten alles, was wir gefunden haben. Dann haben wir das weg. Ofen lassen wir, wie gesagt, auch hier brennen. Ach, das war schon. Na gut, dann machen wir weiter mit. Was haben wir hier? Ist das? Erde. Kann man eigentlich Erde auch da rein tun, rein interessenhalber. Ich weiß zwar nicht, was... Nee, geht nicht. Also Erde kann man nicht reinpacken. Macht ja auch Sinn. Kann man eigentlich Steine da rein tun? Nein, geht auch nicht. Auch das ist nicht möglich. Kupfer. Komm, ein bisschen Kupfer packen wir jetzt rein. Kupfer wollen wir auch haben als Barren. Den verbleibenden Platz verwenden wir dafür. Mal eben ganz kurz die Luke auf. Wie viel haben wir da noch drin? Reichlich. Das Ding kann brennen bis zum jüngsten Tag. Ach so. Wo wir gerade dabei waren. Noch ein bisschen weiter mit dem Platz. Und dann machen wir sofort weiter mit anderen Dingen. Pflasterstein. Pflasterstein ist schon ganz gut, die Kategorie. 7, 8, 9, 10. Da, 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 da. 110 Blöcke und so schnell geht das. Niemand kann so schnell Blöcke herstellen in der Realität, aber wir können es. Diesen Platz würde ich jetzt ganz gerne weitestgehend finalisieren. Und wir hacken in das Gras. Ich glaube, die Hake brauchen wir eigentlich gar nicht so wirklich. Das brauchen wir nicht weiter zu beackern. Hier müssen wir, jetzt geht das natürlich hier wieder hoch. Das ist jetzt so ein bisschen doof, dass das hier überall wieder hochgeht. Wir hauen jetzt einfach mal wahllos ein paar Löcher in den Rasen rein. Gut, dass wir schon mit der Hacke, sag ich schon, mit der Sense vorgearbeitet haben. Dann fällt uns das Einebnen
Und das Bearbeiten des Bodens natürlich sehr viel leichter. Man sieht viel schneller, wo muss man noch was machen und wo nicht. Wo ist unsere Hake jetzt? Hake? Hake? Ach, die haben wir gar nicht mitgenommen. Die ist gar nicht dabei. Das ist ja doof. Wir versuchen es erstmal ohne Hake. Ich habe jetzt gerade keine Lust hochzulaufen. Ach, sieht doch schon so ganz gut aus. Komm, wir machen das jetzt ganz rustikal hier. Ganz rustikal. Zack, zack und zack. Natürlich ein bisschen was muss selbstverständlich da stehen bleiben. So. Ich glaube, ohne Hake können wir jetzt tatsächlich auch weitermachen. Wenn wir das hier nochmal eben wegnehmen, dann können wir noch so ein, zwei Reihen, können wir hier noch dran flügen. Wenn wir es denn hinkriegen. So. Das macht richtig Spaß, ne? Ich könnte hier einen riesigen Platz pflastern. Da habe ich richtig Bock zu. Na, bis ans Ende. Und noch mehr Steine. Huch. Noch mehr Steine. Also mittlerweile bin ich auch an dem Stadium angelangt, dass ich mich hier wieder relativ sicher fühle, wenn ich hier arbeite. Weil jetzt bis jetzt halt nichts gekommen ist. Aber wenn so ein Elch hier in der Nähe rumläuft, wieso sollte dann auch nicht ein Bär hier rumlaufen? Ich weiß auch nicht, ich weiß auch bis heute nicht, ob diese Tiere unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, wenn die einen verfolgen. Also es kann halt auch durchaus möglich sein, dass die auch noch unterschiedlich schnell laufen können. Wir haben ja einmal schon eine flüchtige Erfahrung mit dem Bären gemacht. Mit einem Bären. Ich glaube, es war ein Schwarzbär, der uns da traktiert hat, als wir aus der Savanne kamen und uns so ein bisschen verlaufen hatten. Da stratzte dieser Bär hinter uns her und der war halt schon sehr schnell. Allerdings war nicht nur der Bär schnell, sondern auch Nashörner und Elefanten, die einen auch über weite Strecken verfolgt haben. Das geht alles wunderbar. Wir brauchen überhaupt keine Hake. Das geht mit der Hacke hervorragend. So. Das machen wir noch. Und jetzt sind wir auch, glaube ich, durch. Ich denke, als Platz reicht das hier vom Haus. Wir kriegen das auch genau hin. Einer ist über. Na, wenn das keine super Planung ist. Das war genauso beabsichtigt. Das habe ich genau einkalkuliert, dass einer übrig bleibt. So. Jetzt kommt der nächste Schritt. Unser Ofen brennt. Oh ja, oh ja, oh ja. Brennofen, brenn. Brenn alles nieder. Pflasterstein. Hell. Rund. Herstellen. Ich hoffe, wir haben noch... Ich habe jetzt gleich geguckt, wie viele Steine wir noch haben. Ich gucke einfach mal, wie viel wir damit jetzt machen können. Wir brauchen eine ganze Menge. 60, 70. Jetzt haben wir reichlich Zylinder. Aber weißt du, was wir jetzt erst machen? Ich glaube... Wir laufen mal eben zum Teich und holen uns ein bisschen Wasser. Das wäre jetzt ganz gut. Hungern müssen wir nicht mehr. Auch den See kann man wunderbar erreichen, weil wir das ganze Pflanzen hier abgerissen haben. So, die füllen wir erstmal auf. Ach, nein, naja gut. Nein, 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 nein. Nochmal auffüllen. Flasche weg. Und ganz normal trinken. Unser Haus im Nebel. Unser Haus im Nebel. Jetzt gucke ich gerade mal. Das ist eigentlich ganz schön, oder? Was sagst du? Hätte man noch Kies... Man hätte ja auch noch ein bisschen mit Kies arbeiten können. Ich überlege jetzt gerade, ob man da vielleicht noch irgendwie Kies aufschüttet. Dann sieht es vielleicht noch besser aus. Also mit dem Gras dazwischen ist zwar ganz naturbelassen, aber... Ich glaube, wir holen uns einfach nochmal ein paar Steine von oben. Inzwischen sind wir ja in einem Stadium, wo wir auch so ein bisschen mit den Rohstoffen aasen können. Was war Stein am Anfang kostbar? Ach, das reicht doch nicht. Fabi, das reicht doch nicht, was du hier hast. Raus damit. Alles raus. Weißt du, das Gemüse. Muss nochmal mit den Truhen. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wo was ist. Hier sind noch Maiskeimlinge. Die packen wir hier erstmal rein. Salat behalten wir. Das packen wir auch rein. Alles, was Keimling ist, kommt erstmal weg. Ansonsten können wir die Dinge, glaube ich, erstmal ganz gut weiter im Inventar behalten. Ich möchte halt, wie gesagt, nicht immer zu viel aus dem Inventar entfernen, weil dann braucht man es. Und dann ist man nur am Laufen. Rauf und runter, hin und her.
Und sehen wir erstmal das Malwerk hier. Jetzt verwenden wir erstmal unser Malwerk. Malwerk, Malwerk. Voll stopfen mit Steinen überall, wo es geht. Packen wir Steine hin. Ganz voll das Ding. Kann man da nicht noch... Ah, in die Lücken. Also man kann wirklich jede Lücke ausfüllen. Das ist schon ganz cool. Da passt auch noch einer hin. So. Und jetzt geht's los. Wir können auch seitlich laufen. Dann kann man auch ein bisschen sehen. Na gut, sehen, wie das Ding zermahlen wird, sieht man nicht. Aber rechts sieht man dann den ganzen Kies, wie er dann halt entsteht. Warte mal, können wir dich hier noch weitermachen? Hey, das ist ja nice. Wir können auf den Kies noch mehr Stein legen und die ganze Zeit in die Runde laufen. Moment. Ich komme mit den Tasten hier ins Schleudern. So. Weiter. Ja, so kann man natürlich, wenn man es entsprechend geschickt macht, ich bin ja noch nicht ganz so geschickt, so kann man natürlich entsprechend effektiv dann auch abernten, habe ich jetzt fast gesagt. Abernten im Sinne von, ich komme mit den Tasten nicht klar. Also ich wollte das jetzt gerade super schnell alles machen, aber wenn man das drauf hat, wenn man das ein bisschen geübt hat, dann kann man hier wirklich sehr schnell auch Kies in großen Mengen herstellen und mitnehmen. Ah, da kommen wir noch hinter. Muss nur ein bisschen üben. Fakt ist jetzt, dass wir... Wie viel Kies haben wir denn jetzt? Wo ist denn unser Kies? Da. 55 Kies. Ist doch nicht das meiste. Aber man sieht halt schon, wie schnell das geht. Und jetzt gucken wir mal gerade. Wie sieht das denn mit dem Kies jetzt aus? Der muss ja eigentlich ein bisschen tiefer sein. Ich würde jetzt auch ungern so viel Kies hinlegen, weil ich nicht weiß, wie sich das verhält. Wie verhält es sich eigentlich, wenn man Kies mit der Hake bearbeitet? Wir holen jetzt mal die Hake von oben. Wie sieht es hier mit dem Gold aus und so weiter? Können wir schon mal wieder rausnehmen? Habe ich überhaupt Platz? Platz habe ich denn noch? Ah, ein bisschen Platz haben wir ja. Geht ja alles. Also auch das wieder raus. Und die nächste Fuhre rein. Diesmal nehmen wir Eisen. Dass wir das auch langsam mal wegkriegen hier. Natürlich könnte ich auch einen Schmelzofen bauen, einen zweiten. Ein ganzes Schmelzhaus könnte ich bauen. Aber im Moment reicht das, denke ich mal, noch aus. Wie sieht es mit den Rohstoffen aus? Nochmal eben ganz kurz geguckt. 891. Uch, jetzt habe ich das aus Versehen ausgemacht. Anmachen und Klappe zu. Kupferbarren, Goldbarren, haben wir gesehen. Achso, Hake. Unsere Hake. Wo ist sie denn? Können wir noch irgendwas ablegen, wo wir gerade hier oben sind? Nein, ich glaube nicht. Wir hatten eben schon geguckt. Hake, die müsste dann ja hier sein. Da ist sie auch. Und runter. Schon arbeitsbereit, in der Hand. Und jetzt gucke ich gerade mal. Das wollte ich nämlich gerne ausprobieren. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn man hier mit der Hake das Ganze bearbeitet? Sehr cool. Sehr cool. Sehr nice. Coole Sache. Wo ist unser Kies? Da. Nehmen wir mal die Steine hier weg. Gerade brauchen wir die nicht. Ah, ich hake erstmal. Ich hake erstmal. Wir haken erstmal. Wir gucken erstmal. Das muss auch nicht überall exakt die gleiche Höhe haben. Klingt auch so wie Kies, sehr schön. Muss nicht überall die gleiche Höhe haben. Muss nur ein bisschen ordentlich aussehen. Hier kann man auch wieder Kies draufhaken, ne? Ja. Ah, wie schön. So soll das sein. Genau so. Faden gerade. Wer kann in Natur so schön haken, dass das so aussieht? Ist das nicht herrlich? So, hier ist der Anteil der Erde ein bisschen höher. Aber ich denke, damit kommen wir klar. Und jetzt probieren wir erstmal aus. Und hier legen wir auch noch ein bisschen Kies hin.
Hier sollte ja auch der Weg anfangen. Das ist ein bisschen viel geworden. Wir gucken mal, wie wir das hier wegkriegen. Gewalthaken. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Das passt noch nicht so. Ich pack das mal hier hin. Mal gucken, wie sich die Hake hier verhält. Ach ja, hervorragend. Muss auch nicht alles... Ach komm, nein. Das soll schon ein bisschen schöner sein. So. Ja. Ja. So soll es sein. Genau so. Was machen wir jetzt damit? Oh, jetzt haben wir den Vorschlag haben wir nicht dabei, ne? Ja, siehste, das passiert nämlich. Das ist genau das, was ich nicht will. Dieses ständige Rein- und Rauslaufen, das will ich eigentlich nicht. Aber irgendwie kommen wir im Moment noch nicht drum herum. Vielleicht übt sich das noch ein bisschen mit der Zeit. Ich habe gerade noch mal geguckt, ob wir irgendwas doch ablegen können. Natürlich können wir immer irgendwas ablegen. Okay, Vorschlaghammer-Power. Oder warte mal, Moment. Vielleicht können wir ja den Kies dazwischen einbringen. Vielleicht geht das ja auch so. Geht ja. Wir brauchen den Vorschlaghammer nicht. Wir brauchen ihn nicht. Obernice. So, jetzt machen wir mal so ein bisschen Kies-Experience. Gehen mal die ganze Reihe entlang. Hier wird es sowieso tiefer. Das füllen wir jetzt alles schön mit Kies aus und ich stelle gerade zu meiner Freude fest, dass wir gar nicht so viel Kies brauchen, um hier ein ganz oder relativ großes Gebiet dann auch zu befüllen. Hier können wir auch noch rumgehen. Da hinten mit dem Garten würde ich gerne noch ein bisschen warten. Mit dem Garten würde ich warten, weil ich noch nicht genau abschätzen kann, was wir da jetzt letztendlich von brauchen. So, hier ist überall hier. Hier packen wir noch ein bisschen was hin, da. Und dann endet das jetzt erstmal hier. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir mit der Hake hier klarkommen. Ah, oh, das ist schon richtig nice. Das ist schon... Da ist ein bisschen zu viel. Obwohl, kann das nicht auch ein bisschen überstehen? Sieht das nicht auch ganz nice aus, wenn es ein bisschen übersteht? Ich glaube, hier haben wir zu viel. Wir müssen natürlich unsere Steine wieder freihaken. Leider geht das nicht. Leider geht das nicht. Oh, jetzt müssen wir doch unsere Hacke doch nochmal verwenden.